Ja, wie angekündigt, wollte ich jetzt ein bisschen was zur Aktienstrategie erzählen. Und ich hatte ja im ersten Video zu den Aktien ein bisschen die Strategie dargelegt, die ich mit D&D umschrieben habe. Also Diversifikation und Dividende. Alles ein bisschen verteilen auf verschiedene Aktientypen. Und aber eben alles im Hinblick auf eine gute langfristig gesichert, soweit man das bei Unternehmen sagen kann, Dividende. Und als einen der bekanntesten Titel habe ich AT&T dabei im Portfolio. Das ist eine ja die größte Telekommunikationsfirma in den USA, ehemals aus der Bell Company, Erfinder des Telefons hervorgegangen. Die sind ein bisschen in der Krise, weil die sehr viel mit ihrem Geld sehr viel dummes Zeug angestellt haben und Fernsehkanäle dazu gekauft haben und Streamingdienste. Aber das wird nächstes Jahr entflechtet und kann auch zu einer geringeren Dividende führen und auch dazu, dass man plötzlich Zweitaktien im Depot hat. Da muss man sich ein bisschen drüber klar sein, aber im Moment ist das noch eine sehr gute Dividendenaktie und deswegen bleibt ihr auch erstmal im Depot drin. Ich würde, nach meiner Einschätzung, wird es auch nach der Entflechtung weiterhin so bleiben. Da habe ich 200 Stück von, wie man hier sehen kann. Der Kurs ist ein bisschen gesunken. Das spielt aber für mich eigentlich keine große Rolle, weil ich die Aktien ja alle lange halten will und auch mehr auf die Dividende gucke, als darauf, wo sich der Kurs hin entwickelt. Aber das mal generell für alle Aktien gesagt. Ja, die Dividende. Sollte bei 1,77 pro Jahr sein. Das wären 7,2% von meinem Kaufkurs. Ist natürlich super. Und schon eben in dem Bereich, was man auch im P2P-Bereich bekommt. Die Dividende wird auch viermal im Jahr ausgeschüttet, wie sich das bei den amerikanischen Aktien gehört. Brutto und Netto habe ich in diesem Jahr diese Beträge bekommen und fürs nächste Jahr erwarte ich dann eigentlich eben schon Beträge von 320 bzw. 240 Euro. In diesem Jahr habe ich natürlich auch noch viel dazu gekauft. Das wird hoffentlich auch im nächsten Jahr noch der Fall sein, sodass sich das noch positiv entwickeln kann. Aber natürlich kann das auch mal sich negativ entwickeln, wenn es Veränderungen bei den Firmen gibt. Also da ist ja natürlich nichts in Stein gemeißelt. Das sind keine Wertpapiere. Das sollte man immer im Auge behalten. Als zweites hätte ich hier von meinen vier, die ich hier ansprechen möchte, hätte ich hier die British Petroleum. Das ist als BP natürlich eine sehr bekannte Firma aus England. Die war wie alle Firmen, die mit Ölförderung zu tun haben, sehr unter Druck in den Corona-Zeiten. Ist da aber schon wieder ganz gut raus und bei den aktuellen Ölpreisen von über 60 Dollar, ja über 70 Dollar verdienen die also relativ viel Geld. Nach meiner Einschätzung wird das auch die nächsten Jahre so bleiben. Da gibt es verschiedene Meinungen, da muss man sich selber eine Meinung drüber bilden. Ich sehe das so, dass Öl auch noch die nächsten 10, 20 Jahre hin gut laufen wird. Je weniger gefördert wird, umso teurer wird es. Und es werden noch sehr viele Menschen auf der Welt Öl und Ölprodukte für lange Zeit brauchen, meine Meinung. 2000 Stück habe ich da und auch da ist der Kurs gegenüber meinen Käufen leicht gesunken. Wie gesagt, spielt aber für mich keine große Rolle. Die Ausschüttung ist noch relativ niedrig, da hoffe ich noch, dass die erhöht wird, wenn die jetzt viel Geld verdienen. Ist davon auszugehen, da habe ich im Moment eine Rendite von 5%, bin ich aber zufrieden, weil ich noch an eine Erhöhung glaube. Und habe bisher 26 Euro bekommen. Die zahlen auch viermal im Jahr aus. Vielleicht noch eine Besonderheit bei den britischen Aktien. Da wird keine britische Kapitalertragssteuer einbehalten. Da bekommt man alles. Aber natürlich schlägt dann der deutsche Fiskus zu und behält 25% ein. Also insofern freut sich das Finanzamt, wenn man britische Aktien hat, weil sie dann relativ viel abbekommen. Fürs nächste Jahr erwarte ich da auch einen guten Ertrag, also alles Paletti und wie gesagt, da muss man sich seine eigenen Ansichten über die
Werthaltigkeit von Ölaktien machen. Eine zweite britische Aktie, die jetzt hier zufällig drunter steht, ist BAT, British American Tobacco. Konsumaktie und wie es der Name sagt, kennt wahrscheinlich auch jeder, ist es eine Tabakaktie. Die entwickeln sich an den Börsen nicht so gut, weil es viele Anleger gibt, die aus moralischen Gründen darauf verzichten. Also ich verzichte aufs Rauchen, aber nicht auf die Tabakaktien. Aber das muss jeder mit sich ausmachen. Da kann man keine, da gibt es kein Right or Wrong sozusagen. Auch die haben eine sehr gute Ausschüttung im Moment und man kann jetzt sagen, Tabak ist rückläufig, weil es immer weniger Raucher gibt, aber da muss man natürlich auch sehen, dass diese Unternehmen weltweit arbeiten. Dann die Umstellung auf rauchlose Zigaretten, dann gibt es den ganzen Cannabis-Trend in den USA und wir wissen ja, wenn irgendwas in den USA up to date ist, dann ist es in 5 oder 10 Jahren auch bei uns up to date. Von daher, und da, wenn das Ganze industriell betrieben wird, dann haben diese Tabakkonzerne auf jeden Fall auch ihre Finger drin und ihre Vorteile. Also für mich ein Investment, was auch lange tragen wird, auch wenn es eben Meinungen zum Rauchen gibt, die anders lauten. Aber auch hier muss jeder wieder mit sich selber das ausmachen. Auch 4-mal im Jahr eine Ausschüttung, ich habe schon ein bisschen was bekommen und hier ist die Erwartung fürs nächste Jahr durch die hohe Ausschüttung nochmal besser als bei BP zum Beispiel. Dann haben wir als vierte, und über vier wollte ich sprechen, Enbridge. Auch die sind im Erdölbereich und Erdgasbereich tätig, allerdings produzieren die nicht selber, sondern das ist eine Transportfirma, die transportieren in Rohrleitungssystemen Öl und Gas, vor allen Dingen an der Ostküste der USA. Die betreiben auch eigene Windparks und haben also insofern auch schon den ersten Schritt Richtung zu Green Energy betrieben. Ich glaube, auch in der Nordsee gibt es Enbridge Windparks. Das ist also ein Zwischenvermarkter. Die haben auch nicht selber Tankstellen oder sowas, sondern die kümmern sich um den Transport zu lokalen Energieversorgern von Öl und Gas. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Da habe ich noch nicht so viel. Der Kurswert ist auch in etwa auch leicht gesunken zu dem, wie ich gekauft habe. Wie gesagt, interessiert mich nicht so sehr. Die Ausschüttung ist dort recht hoch. Allerdings ist das auch schon in der Nähe von dem, was die an Ertrag haben. Die schütten also sehr viel aus. Da ist nicht mit einer großen Steigerung in den nächsten Jahren zu erwarten, zu rechnen. Aber ich denke, bei den Ausschüttungen von 6,5% auf meinen Kaufkurs bin ich damit auch sehr zufrieden. Gibt es auch 4-mal im Jahr. Noch habe ich nichts bekommen. Werde ich auch noch nachkaufen, mit Sicherheit. Man muss hier allerdings wissen, dass bei den kanadischen Aktien der kanadische Staat schon 25% einbehält und das deutsche Finanzamt leider dann auch nochmal 10%, sodass man hier mit einer 35%igen Steuerquote rechnen muss. Ja, wenn man sehr viel kanadische Erträge hat, kann man das wohl auch zurückfordern. Der Aufwand ist aber nicht zu unterschätzen und die Kosten. Und insofern, das lohnt sich bei meinen kleinen Aktien nicht. Also wen das schreckt, der sollte die Finger von kanadischen Aktien lassen. Sind steuerlich nicht die beste Wahl. Aber im Rahmen einer Diversifikation finde ich einige kanadische Titel ganz interessant. Und deswegen gehe ich da jetzt auch erstmal rein und verzichte da auf 10% der Dividende. Die Dividenden sind halt auch bei Enbridge zum Beispiel eigentlich ganz gut, selbst wenn die 10% effektiv nachher niedriger sind, dann sollte mich das jetzt nicht wirklich stören. Also da wird auf jeden Fall nochmal nachgekauft in den nächsten Monaten. Das ist für mich auch ein interessanter Titel. Ja, das waren erstmal 4 Aktien, über die ich hier berichten wollte. Man kann die natürlich auf allen möglichen Webseiten nachgucken, sich Informationen dazu holen und Kursverläufe angucken. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Mir geht es jetzt wirklich darum, die Informationen, die ich so verarbeitet habe, wieder auszuspucken. Und vielleicht kann es dem einen oder anderen helfen, sich eine Meinung dazu zu entwickeln. Und sei es auch nur, dass er das ganz anders sieht als ich. Das ist ja auch, so schärft man ja auch
seine Opinion sozusagen, seine Meinung über die Dinge. Das ist ja auch ein positiver Prozess. Ja, das war es erstmal. Vier Stück von, ich glaube, 12 habe ich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.